Hallo und herzlich willkommen zurück. So, wir sortieren jetzt erstmal Agrovektor ein. Mit dabei ist der Robby und der Dennis. Wo ist der Agrovektor? Den sitze ich gerade drin, den wollte ich gut, gerade dann rüberfahren. Warte mal kurz, dann bleib mal kurz stehen. Weil ich wollte, wie gesagt, eben ausprobieren wegen der Ballengabel, weil wenn das... Oh, jetzt fahre ich auch noch. Das passt nicht. Das denke ich nämlich auch. Ja, sonst gäbe es ja wahrscheinlich nicht für jeden extra. Ja, weil mit dem Fan geht das ja auch, deswegen schnappt ihr mal eben kurz die... Versucht ihr mal eben kurz zu nehmen, Nein. das Ding. Kannst du nicht, ich habe das schon ausprobiert, Dennis. Ich habe das auch die, mal ausprobiert. Die Annahmen sehen auch ganz anders aus, ehrlich gesagt. Weil ansonsten... Die haben eine engere zusammenstehende Kupplung. Ja. Weil sonst dann... Ich weiß nicht, kann ich dann vielleicht... Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann besser wäre, hier, wenn ich das hiermit machen könnte, weil hiermit schafft er, wie gesagt, zwei Ballen auf einmal zum Abladen. Ist ja ganz praktisch und so ein Zeug eigentlich. Okay, die ist nur für eine. Ich weiß nicht, andererseits... Ja, das ist einerseits brauche ich den wegen der Höhe, andererseits ist es ganz praktisch, dass ich hier mit zwei Ballen... Ich glaube, ich versuche es immer mit dem Agrovektor. Muss man sich einen Mod machen, der dann etwas längere Spieße hatte? Ich versuche es. Oder du nimmst einfach die Multifork von Timber. 131. Die kannst du auch an, soweit ich weiß, an Agrovektor ranmachen. Mhm. Sonst, ich versuche es erstmal mit dem Agrovektor. Die hat auch an Detacher. Das heißt, sie fallen dir nicht runter bei während der Fahrt. Ach so. Das ist praktisch. Aber dann bleibt nur die Frage, fallen die dann nachher auch nicht runter, wenn man die eigentlich abladen möchte, ne? Doch, du kannst sie mit Taste X fixieren, glaube ich. Mit Taste X war es, glaube ich. Da steht eine Beschreibung bei. Ich kann sie dir geben. Oder musst du sie runterladen. Ich würde dir eher sagen, du lädst sie dir runter. Mir ist gerade mal so aufgefallen hier, der... Deutz hat auch schon ordentlich Stunden gemacht. Der hat jetzt fast 7 Stunden runter. Welcher? Der, Der Frontlader? Ja, das kann sein. Boah, das sind ja auch schon mindestens 24 Parts. Und vor allem, das ist ja auch nur mit dem Mod. Vorher hast du ihn ja auch schon gehabt, glaube ich, ne? Ja. Also hat er bestimmt schon seine 10 Stunden bald runter. Der wird echt viel benutzt. Du meinst ja den Frontlader Deutz? Eine halbe Stunde runter. Ja, den habe ich, glaube ich, schon bei Part 90 oder so gekauft. Ja, da hast du ja den Mod noch nicht mal gehabt. Ja. Welchen Mod? Den ES-Limiter. Weil der zeigt dann ja auch die Arbeitszeit an. Die Arbeitsstunden. Ja, wann hast du den denn? Part 110 oder so? Nee, schon eher 100. Nee, 100 hatte ich den schon drin, glaube ich. Ja, das glaube ich. Hast du den nicht immer drin? Ich hab den immer drin, deswegen. Ja, ich hab die erste Zeit gar nicht so nach Mods geguckt, weil ich mir immer gedacht habe, ach, Geld hast du wieso noch nicht. Ja, ich habe anfangs auch nicht nach Mods geguckt, aber eigentlich sind sie ja ganz schön, von daher. Ja, lohnt sich schon. Kann man mit irgendeiner Tastaturbefehl beim Agrovektor das ausziehen? Ja, das machst du mit der rechten Maustaste und dann nach vorne oder hinten. Boah, damit kommt man hoch. Ja, deswegen. Das ist ganz praktisch eigentlich zum Ballenladen. Damit kommt man richtig hoch. Da kannst du mal locker 10 bestimmt, boah, ja, 10 könntest der du bald in der Höhe. Ich war 23. Ballen. Mhm. Ja, das kommt hin. Also keine Rundballen, sondern wie heißt das? Quaderballen. Weil anders kommst du, wenn du die gestapelt hast mit der Maschine, dann kommst du auch anders nicht da dran. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir noch woanders Gerste sehen? Hallo. Oder? Wer ist jetzt schon wieder mit 40 übers Feld? Also, wie gesagt, ich habe jetzt alles gesät. Soll noch woanders Gerste gesät werden oder allgemein? Am Hof möchte ich gerne... Huhn, ich will ja nichts sagen, ne? Was ist? Ah, ich kann selber zurücksetzen. Echt? Muss ich kurz was erledigen, ja. Ich habe so ein kleines Problemchen gehabt. Ich habe euch das aber, glaube ich, Helfer einstellen dürft ihr. Sonst dürft ihr eigentlich nichts. Nee, das darf man immer. Ach so. Ich könnte dir jetzt auch das Gerät wegschnappen, sozusagen. Ach so. Naja, wenn man da drin sitzt, kann man die nicht mehr zurücksetzen. Feld 1 ist jetzt komplett gedüngt, oder? Ne, Feld 7 Hallo. Ist das. Das ist auf jeden Fall schon komplett. Was denn jetzt? Ja, was ist am Hof? Wolltest du was haben? Mais wahrscheinlich, ne? Nee, Mais habe ich dann genug am Feld 7, denke ich mal. Ja, was macht man da? Rüben? Kartoffeln. Wäre eigentlich eine gute Sache, aber... Raps. Hat man ja bei Raps. Gesehen, ne? Ja, das ist eine gute Sache. Raps ist doch eine schöne Sache. Alter, Dennis!
Ja, die kannst du nicht steuern, das ist das Frontgewicht, ist ein bisschen klein. Also dann würde ich, dann gibt es also die kleinere und eine größere Sämaschine, dann würde ich direkt die 6 reinnehmen. Wo ist der andere Düngerstreuer? Steht der immer noch am Hof, am Händler? Händler, ja. Ich überlege, ob ich entweder, ich kaufe gleich das Feld Nummer 10, wenn das versteigert wird, oder ich kaufe mir einen Schlüter. Ja, dann würde ich mich für das Feld 10 entscheiden, dann kann ich da, dann könnten wir da wenigstens noch Gerste sehen. Feld 1, 2, 3, wie sieht es da mit Düngen aus? Muss ich da jetzt was machen? Da oder? Muss noch gedüngt werden. Wo düngst du denn oder wo fährst du die ganze Zeit Gülle? Ich bin noch bei Dennis, die muss doch noch hier säen, überall Raps. Ach so, willst du doch hier säen? Ja, Raps, überall am Hof. Gut. Auch bei Feld 13 bitte nicht vergessen. Feld 6 noch düngen und bei 8 fehlt noch ein Streifen, den muss ich auch noch düngen. Und dann werde ich hochfahren zu Feld 2 und 3. Ja, die mache ich jetzt, da fange ich auch schon mal an mit dem Und Dünger. Fang doch schon mal bei 1 an. Ja, mal sehen. Bei den ersten drei da irgendwo mache ich einen Anfang. Du kannst ja da hinten rum sogar abkürzen am anderen Ende von der BGA. Ach ja, stimmt. Du bist ja auch noch im Weg. Fällt mir gerade so auf. Den habe ich auch irgendwie noch nie benutzt, weil ich die Felder auch dahinter nicht habe. Noch nicht. Noch nicht. Also ja. Feld 4 lohnt sich auf jeden Fall mit Kartoffeln. Jetzt muss ich nochmal gucken, hier Angebote. Raps ist noch doppelter Preis für 17 Stunden. Ich weiß nicht, hat er jetzt schon alles gesät oder noch nicht? Ist er noch am... Na, Feld 7 muss er noch säen, sonst hätte ich gedacht, hätte man die Zeit schon hochstellen können. Aber stimmt, er muss ja den Rest auch noch alles säen. Ist mir gerade mal so reingefallen. Die Option geht noch bis 22 Uhr oder so, ne? Kann sein. Die läuft, glaube ich, 23 Uhr läuft die, glaube ich, aus. Ja. Ach, ich kaufe jetzt noch den kleinen roten eben. Den brauche ich, glaube ich, dann... Der ist, glaube ich, ganz nett. Ja, den Cabrio. Was? Das Cabrio. Das schnittige Cabrio. 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 Der Roadster. Genau. Aber ja, du meinst Lamborghini. Ne, den kleinen roten da, wie heißt der? Sam ist das, glaube ich. Ach so, noch ein Sam brauchst du jetzt? Ja, den habe ich mir geholt, um jetzt mit Wasser und so für... die kleinen Sachen. Ich glaube, dafür taugt er was. Aber ich muss schon sagen, also, na, ja, ich würde mal so sagen, das bringt schon ganz schön die Sämaschine und jetzt auch nur mit 40 übers Feld. Ja, ich habe schon über eine zweite nachgedacht. Ich zitiere Kadett, das hat Zündung. Oder? Ich schreibe ihn das gleich mal, meine letzte Aufnahme hatte Zündung. Genau. Wäre so, geil. Das mach mal. Wobei, wer weiß, vielleicht ist der gleich sogar noch mit dabei, ne? Ja, ich weiß nicht, wie lange ich heute noch aufnehme. Ja, ich mal auch sehen. Nicht. Ich wollte eigentlich... Also, wenn du Lust hast, können wir morgen, wenn du morgen zu Hause bleibst, morgen früh zusammen aufnehmen. Ja, mal sehen. Ich bin so ab 10 erreichbar. Naja. Heute bin ich allerdings erst um 12:30 aufgestanden. Normal, ne? Auch wenn man nicht zur Schule geht. Also hier der Agrotron, der ist schon ganz geil. Vor allem einmal, der hat richtig die Leistung, alles. Dann das Bullige, allgemein das Bullige. Und was ich auch ganz geil finde, die Federung. Die finde ich bei den anderen nicht ganz so geil. Hauptsache der Rote fährt mit fast 45 über das Feld. Weil hier, aber ihr seid so krank. Der echt geil. Das ist doch geil, oder? Alt. Wir sind krank. Was macht denn der Lindner da? Du bist doch heute zu Hause geblieben. Wie ist das denn mit... Boah, was war denn das für ein Stoppi? Ich weiß, voll heftig, ne? Weil die fette Sämaschine, die überholt ihn doch bald beim Bremsen. Vor allen Dingen, der Korntank von der Sämaschine ist größer als der Trecker. Ups. Passt schon. Willst du gleich hier mit dem Düngerstreuer strüngen? Hatte ich vor, aber wenn du möchtest. Gut, mach ruhig, ich fahre nur schon mal zum Feld rüber. Also du kannst jetzt, wenn du willst, anfangen. Ich hab den jetzt rübergefahren. Ich mach nochmal eben eine Schaufel voll mit dem guten Gerät. Hier ist auch schon der Same Arson 75. 75.
Ja, der steht da rum, ne? Mhm. Ja, wäre schon geil, wenn man mit dem ATV irgendwie sowas ziehen könnte, ne? Ja, das würde sogar Schuhe mitmachen. Auf jeden Fall. Mit 70 übers Feld drüber. Alter, der Seher ist auch schon fertig da bei Feld 13. Das ging ja auch blitzschnell. Ja, das ist sehr, 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 sehr flott. Die am Hof sollten auch nicht lange dauern. Dann kommen gleich noch 6, 7, 9. Ach, 6, 7. Haben wir ja schon 6, 8, 9 so. Alter, ist das. Geht da schnell? Vielleicht sollte ich auch erstmal die Felder am Hof düngen. Wenn ich schon mal da in der Nähe bin. Mit welchem? Mit dem Düngerwagen, den ich neu habe. Ach so, ne, der steht schon am Feld 3. Okay, dann mach ich da. Hast du schön lange Bahn, ne? Genau, das geht ja dann ziemlich schnell. Ja, du kannst direkt die Felder, dann muss der Robby nicht so weit fahren, ne? Ja. Ja, das Güllefass ist ja doch relativ klein. Ich fand das ja echt richtig toll. Im Vorgänger gab es ja nur so ein kleines Güllefass. Mhm. Das hat ja gar keinen Spaß gemacht mit 10 Tonnen, dann muss es ja direkt wieder los. Ja, ist zwar auch relativ realistisch, auch mit den 20 Tonnen, sowas, meist sind die ja sowas zwischen 10, 20 Tonnen, sowas. Also mehr als 20.000... Schon mal einen Dreiachser gesehen? Ja, aber mehr als 20.000 Liter ist ja eigentlich nicht ganz legal auf deutschen Straßen. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Nicht ohne Sondergenehmigung auf jeden Fall. Genau. Und dann hol die mal. In so einem kleinen Kuhdorf. Ja, Grafenstadel hat eine. Das sind drei Bauern, ne? Und die haben zusammen Dreiachser, da wohnt mein Onkel. Und die haben sich einen Dreiachser geholt. Von Zunhammer. Und haben eine Sonne. Wie viele Liter passen denn ineinander rein? Oh. 30.000, 40.000 bestimmt, oder? Ja. Wer hat Feld 2 schon gedüngt? Oh, der ist ja schon gedüngt. Nee, war ich nicht. Nee, ich auch nicht. Hätte man mir ja sagen können. Das war keiner irgendwie. Ja. Ist von alleine passiert. Muss ja einer von euch gewesen sein. Ist einfach so passiert. Du siehst es ja später in der Aufnahme, ich war es nicht. Ich war es auch nicht. Ich habe da nur Gerste gesät, auch wenn es für dich nach Gras aussah. Ich habe nur Gerste gesät. Was sagt er hier zu den Feldern? Okay, da ist er auch bald fertig. Aber hast du schon mal gesehen, wie der umdreht hier? Der fährt da ja Schlängellinien um Schlängellinien. Alter, wie weit ist der See am Hof? Hälfte. Was? Ich hab den vor 2 Minuten abgesetzt. Ja, du bist gerade ein bisschen verbuggt. Ich? Ja, du. Ich fahr gerade einfach nur um das Feld. Ach so, ja dann. Dann geht's ja noch. Dennis, du kannst dir doch noch den Frontlader schnappen. Ach so, nee. Der ist ja schon woanders. Genau. Ich bin jetzt gerade am Überwachen hier. Ich habe jetzt das Feld 9, soll der jetzt hier gerade sehen. Ist er gleich fertig? Ja, den nächsten nehme ich dann, glaube ich, den Case zum Sehen. Ja, der ist ein bisschen langsam. Ich würde dann vielleicht den 60 km/h Trecker nehmen. Also, wenn die jedenfalls nur dann, wenn du die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht hast. Okay. Dann würde ich das machen, weil dann kannst du mit 60 übers Feld sehen. Ja, das stimmt, das macht Sinn. Das macht sowas von Sinn. Weil wenn du dir vorstellst, ohne ES-Limiter fährt der um die 10 bis 15. Ja. Mit 60. Da brauchst du nicht mehr lange drüber nachdenken, das ist doch... Da ist klar, was man macht. Genau. Anders geht einfach nicht, ne? Das muss kesseln. Das hat richtig Zündung. Ich werde Kadett gleich erstmal erzählen. Boah, ich hatte gerade 200 Tonnen Raps im Lager und dann die Preise auf 4.500. Und dann habe ich mir Dennis geholt zum Wegfahren und der bringt das eiskalt zur falschen Vorladestelle. Ja, das war scheiße. Was meinst du, wie der sich dann freut? Und dann sage ich in der eiskalt, ja, hatte trotzdem 1 Million. Ja. Ist ja fast 1 Million. Ja, ist schon mies. Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Genau. Und Feld 2 ist jetzt komplett gedüngt, oder wie sieht das aus? Ja, das sollte komplett. Willst du Feld 1 alleine fertig machen, oder soll ich dir helfen? Ich glaube, das sollte man besser helfen. Okay. Ich bin schon dabei.
Da solltet ihr, glaube ich, Teamarbeit machen. Dann fange ich auf der anderen Seite an. Der andere die andere Seite. Jo. Könnt ihr auch mal nebeneinander herfahren und düngen. Ja, dann komm mal her. Warte mal, halt mal an. Komm ran. So, jetzt hat er jetzt. Jetzt sät er hier schon 15, 16. Es geht hier echt zu schnell. Ich würde schon bald drüber nachdenken. Ich muss gar nicht ausklappen, ne? Ne, muss man nicht, aber. Dann ist die Arbeitsbreite, glaube ich, kleiner. Nein, ist muss nicht. Mehr war mal so, aber. Hm. Doch, hast recht. Passt das ungefähr, dein Platz da? Ja, ich muss jetzt eh gerade ein bisschen zurückfahren, weil ich hier ein bisschen was stehen lassen habe. Ich habe übrigens Tempolimit, ich darf nicht über 30 düngen. Mhm. Ich würde übrigens vielleicht... Ach, der Part ist auch schon lange vorbei. Yo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.